So, hallihallo, hallöchen, willkommen zurück. Ich bin wieder dabei, ein Fluchtfahrzeug zu organisieren. Das kennt ihr schon, das hatten wir schon und ich werde es natürlich auch diesmal, wie in der letzten Folge, tunen. Ich habe jetzt wirklich rein zufällig das gleiche. Wieder so ein SUV, Viersitzer. Ich denke mal, damit kommen wir ganz gut klar. Und das müssen wir jetzt erstmal zum Tuner bringen. Ja. Dann haben wir gesehen, die Federung und die Reifen und alles ist natürlich nicht auf Sport abgestimmt. Auto Repairs. Ne. Wo auch immer dieses Auto herkommt. Das bringe ich doch kurz nach Hause, bringe ich, ne? Da fahre ich auch ganz vorsichtig. Denn alle Autos, die ich in der Garage parke, behalte ich. Ne! Ah, wieso sind... Oh, da ist schon Lamborghini und so drin. Was ist das für ein Cheat? So, man kann ja diese Garage kaufen. Dieses auch, ja. Doch stand da schön. Pff, den nehme ich doch mit, nehme ich. Fährt sich auf jeden Fall nice. Genau hier war das. Habe ich die schon gekauft? Wann habe ich denn die Garage schon gekauft? Okay, hier steht... Hä, der sah aber eben noch halb fertig aus. So, hier seht ihr meine Garage. Also, da sind schon ein paar Fahrzeuge drin. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe, weil diese Mission, diese ganzen Missionen sich ja schon so ewig hinziehen. Ich spiele GTA, habe eine Zeit lang ja kaum GTA gespielt. So, und jetzt, wo ich ein Auto haben möchte. Oh, was steht da? Was steht da vorne? Hm. Aber so einen brauchen wir nicht. Ich brauche ja jetzt wieder einen SUV-Viersitzer oder irgendwie sowas, was man schön tunen kann. Hier stehen noch ein paar. Der ist mir eine Nummer zu motzig. Was ist mit dem hier? Mit Leder. Jetzt ist die Frage, eignet der sich? Ich glaube ja nicht, oder? Guck mal, was steht denn da oben noch? Oder nehmen wir so einen richtig fetten? Hey, come on, come on out! Come on out! Da steht es, dieses Fahrzeug eignet sich. Also das andere hat sich wohl nicht geeignet. Da gibt der Gaststuhlkönig da. Oh, der ist aber lahmarschig. Da müssen wir, dem müssen wir richtig Feuer unterm Hintern machen. Bei Los Santas. Oh, jetzt sind hier die Bullen schon wieder auf mich aufmerksam geworden. So, sind keine in der Nähe. Das heißt, ich hoffe, die verschwinden gleich wieder.
Steht mein S. Wohl. Der andere würde hier auch noch stehen. Den ich hier geparkt habe. Und der ist, glaube ich, nochmal der gleiche wieder, ne? Da wird gar nicht gesagt, ob der sich eignet oder nicht eignet. So, was mit dem? Das ist ja meiner hier. Hey, das ist doch schon meiner, oder was? Hat auf jeden Fall Feuer. Aber hier sagt er jetzt auch nicht, dass sich das eignet. Eignet sich, gut. Bullen sind wieder weg, nehmen wir den. Der ist ein bisschen schneller als der Große. Here for the magic touch. Ja, Magic Touch und so, genau. Genau deswegen sind wir hier, Magic Touch. Panzerung brauchen wir volles Rohr. Bremsen nehmen wir natürlich auch hier, da sind wir schon mal wieder bei. So, 30.000. 35. Now that's a custom job. Scheinwerfer, Nummernschild, Lackierung, Primärfarbe, Pearl Effect. Ach so. Ach, nehmen wir so ein Creme-Weiß. Dach, ne. Federung, bam. Getriebe, bam. Turbo, bam. Reifen. Schusssichere Reifen brauchen wir auch. Scheiß auf Reifenqualm. Fenster machen wir auch nochmal ganz dunkel und damit sind wir fertig. Jetzt haben wir ihn fast so, außer die Farbe, wie in der letzten Folge. So, und dann können wir jetzt Lester anrufen, ne? Wegen dem Auto. Hey, I got something we can use for the getaway. I'll call you when it's in the parking garage. Okay, I'm not going anywhere. Okay. Wow! Ein Glück ist es wieder heil, sobald wir die Mission starten. Oh, habt ihr das Auto gerade gesehen? So. Auf einem Behindertenparkplatz. So, verlasse das Fahrzeug. Bestanden! Aber was? Fluchtfahrzeug. Hey Les, getaway car's in the garage. So, if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. So, Fluchtwagen gibt's beim nächsten Mal. Ich tausche mal das Auto. Ich glaube, der hier gefällt mir ein Stückchen besser. Was haben wir hier noch? Ich nehme für... hier, so, guck mal, so ein kleines Cabrio-Dingchen. So, meine lieben Freunde, das war's für die Folge. Fluchtfahrzeug für das große Ding.
Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.